Willkommen im Mittelalter. Ahoi, ich grüße euch auch. Besser gesagt in einer mittelalterlichen slawischen Siedlung, die an dieser Stelle bereits um das Jahr 1000 gestanden haben könnte. Der Ort, an dem wir uns befinden, liegt etwa 2 Kilometer westlich der bayerisch-böhmischen Grenze. Er heißt Bernau. Wer diesen Ort besucht, findet am Rand der modernen Gemeinde eine bemerkenswerte Attraktion. Sozusagen einen historischen Schatz. Dieser Schatz ist ein Freilichtmuseum. In ihm können Besucher einen Tag wie im Mittelalter erleben. Los geht's! Es ist wirklich toll hier! Kennt ihr ein Dorf von heute gut? Vielleicht wohnt ihr in einem. Und wenn nicht, fahrt ihr vielleicht von der Stadt aufs Land, um eure Großeltern oder das Wochenendhaus der Familie zu besuchen. Ihr könnt euch sicher leicht vorstellen, wie ein ländlicher Haushalt heute aussieht. Oh nein, das geht nicht. Meine Großmutter lebt in einem Baumstumpf im Wald. Aber was ist eigentlich ein ländlicher Haushalt? Das unterscheidet sich heute kaum von dem, was man in den Städten sieht. In einem Dorfhäuschen findet man eine Mikrowelle, ein Badezimmer mit Warmwasser, Zentralheizung und WLAN. Ein WLAN? Was ist das? Ein Pilz oder ein Käfer? Großmutters Baumstumpf ist sauber, also hat sie so etwas definitiv nicht. Aber vor ein paar Jahrhunderten war das noch ganz anders. Im Mittelalter konnte man tatsächlich 2 völlig verschiedene Leben führen. Das eine in der Stadt und das andere ganz anders auf dem Lande. Vor 1000 Jahren, also im 11. Jahrhundert, lebte die große Mehrheit der Bevölkerung auf dem Lande. Die landwirtschaftlich geprägten Dörfer waren wichtig für die damalige Wirtschaft. Wie sollte es auch anders sein? Denn Städte gab es zu dieser Zeit nur wenige. Wisst ihr, wie groß ein mittelalterliches Landhaus war? Es nahm bei weitem nicht so ein großes Ausmaß an wie unsere heutigen Häuser. Das ganze Haus würde leicht in euer Wohnzimmer passen. Im Vergleich zu den einfachen Menschen im Mittelalter leben wir heute wie Könige. Unsere Häuser und Wohnungen sind um ein Vielfaches größer als das durchschnittliche Haus eines mittelalterlichen Dorfbewohners. Die einzigen Gebäude des Mittelalters, die direkt mit den heutigen Behausungen verglichen werden können, waren fürstliche Paläste. Was? Worüber reden wir hier? Ich lebe in einem Schuhkarton und habe jede Menge Platz. Ob die früheren Bewohner ihre Häuser mit uns getauscht hätten, ist jedoch nicht klar. Vielleicht auch nicht. Es gibt für alles Vor- und Nachteile. So dauerte es im Mittelalter nicht länger als einen Monat, um eine Dorfhütte aus Holz zu bauen. Und das Haus von heute? Auf ein Haus aus Ziegelstein wartet man mindestens ein Jahr. Im 11. Jahrhundert lebte in einem Dorf wie diesem eine Sippe, das heißt mehrere verwandte Familien, aber selten waren das mehr als 50, vielleicht 60 Leute. Das bedeutete aber natürlich nicht, dass dieses Dorf nur aus 5, 6 einzelnen Hütten bestand, denn man brauchte natürlich Vorratshäuser, man brauchte Werkstätten, die Wohnhäuser natürlich, Heustadel, all dieses. Und solche Strukturen freizulegen, das ist die Aufgabe der Archäologen, um zu lernen, wie ein mittelalterliches Dorf aussah am Ende insgesamt. Ein großes Problem in der Zeit war die Vorratshaltung. Man brachte zunächst sein Getreide ins Haus und lagerte es in großen Keramikgefäßen oder in Gruben neben dem Haus, im Erdboden. Später hat man dann spezielle Vorratsgebäude dafür gebaut, die auf Stelzen standen, damit Mäuse nicht an das Getreide kamen, bis es dann möglich war, wirklich dichte Hütten zu bauen, wo Mäuse gar nicht reinkommen. Solche Vorratshäuser finden wir dann aber erst später im Mittelalter, noch nicht in dieser Zeit. Mäuse? Die kenne ich. Ich habe überhaupt nichts gegen sie. Katzen sind viel schlimmer. Das Gesamtbild eines mittelalterlichen Dorfes wurde durch eingezäunte Weideplätze für das Vieh, Brunnen oder frei aufgestellte Backöfen und Gärten mit Gemüse und Kräutern vervollständigt. Das alles hätte man vor 1000 Jahren in jedem Dorf gefunden. Wenn Archäologen eines Tages Häuser aus unserer Zeit, dem frühen 21. Jahrhundert, untersuchen werden, welches Objekt würden sie dann wohl am häufigsten im Hinterhof finden? Wahrscheinlich einen Swimmingpool. Nun etwas zu den dörflichen Möbeln.
Wie ist euer Zimmer eigentlich eingerichtet? Habt ihr einen Schreibtisch, einen eigenen Sessel, ein Bett und einen Kleiderschrank? So etwas hättet ihr im Mittelalter nicht haben können. Mittelalterliche Gebäude hatten nur wenige Einrichtungsgegenstände und waren fast leer. Das galt für die Häuser des einfachen Volkes, aber auch für die Häuser der Oberschicht. Die Möbel der meisten Einwohner waren auf das einfache Alltagsleben ausgerichtet. Vor allem fehlte eine für euch selbstverständliche Ausstattung. Ein Gerät, das ausreichend Wärme liefert. Lange Zeit gab es nur eine Feuerstelle in der Mitte der Behausung. Ein offenes Feuer wärmte die Personen, die in der Hütte zusammenlebten, sicher nicht besonders. Erst im 11. Jahrhundert wurde in Öfen Feuer gemacht. Und das war besser. Was denkt ihr? Was war das wichtigste Möbelstück in der Dorfhütte? Ein Stuhl. Nein, kein Stuhl. Also ein Tisch. Auch nicht. Ah, ich weiß schon. Ein Bett natürlich. Das wichtigste Möbelstück in der Dorfhütte war das Bett. Zunächst wurde es auf dem Boden gemacht, wobei Stroh und Felle ausgebreitet wurden, die genügend Komfort zum Ausruhen boten. Sogar trockene Blätter oder Stroh, die in einen Sack gesteckt wurden, reichten aus. Später gewöhnten sich die Menschen an ein erhöhtes Bett aus bearbeitetem Holz. Das mittelalterliche Bett war groß und bot manchmal der ganzen Familie Platz. Aber weiche Kissen und Laken könnt ihr gleich vergessen. Sie wurden nur in wohlhabenden Familien verwendet. Im frühen Mittelalter bedeckte man sich bestenfalls mit Wolldecken oder mit Fellen von Schafen und manchmal von erlegtem Wild. Das ist nichts für mich. Ich habe das ganze Jahr über Federn für eine weiche Daunendecke gesammelt. Das nenne ich warm. Zum Schlafen, aber auch zum Sitzen wurden Bänke benutzt. Die einfachsten bestanden nur aus einer Planke auf vier Beinen. Und Sitzmöbel? Die waren selten. Wenn ihr euch einen für eure Stube anschaffen würdet, wäre er wahrscheinlich dreibeinig, hätte aber weder Rückenlehne noch Armlehne. Heute würde man das als Hocker bezeichnen. Nun, ein Stuhl gehört bekanntlich zum Tisch. Seltsamerweise war der Tisch bis zum 11. Jahrhundert eher selten. Die Dorfbewohner hatten eine Tischplatte im Haus, die aus Brettern bestand. Sie konnte bei Bedarf auf hölzerne Böcke gestellt werden. Allerdings wurden diese im Zimmer an die Wand gelehnt und nur zu den Mahlzeiten zum Essen aufgestellt und nach dem Essen wieder weggeräumt, weshalb man auch sagte, die Tafel aufheben. Die Bänke wurden mit dem Rücken zur Wand an den Tisch gestellt, und zwar nur auf eine Seite, so dass die Speisenden stets die Eingangstür zum Raum sehen konnten. Und wo soll ich abends meinen Mantel hinlegen? Und wohin meinen Hut? Müsste es nicht einen bemalten Kleiderschrank geben? Nichts, was einem Schrank ähnelt, würde man in einer mittelalterlichen Dorfhütte finden. Alltagsgegenstände samt Kleidung wurden an Haken aufgehängt. Kleinere Gegenstände konnten auch in Regalen oder in Wandnischen gelagert werden, die beim Bau entstanden. Abhilfe schaffen konnte noch ein weiteres wichtiges Möbelstück, das in der mittelalterlichen Behausung eine Schlüsselrolle spielte. Eine Truhe. Dort lagerten die Menschen ihre wertvollen Besitztümer. Um die Truhe zu sichern, wurden manchmal der Deckel und die Wände mit Eisen beschlagen und mit Eisennägeln befestigt. Wo habe ich den Besen versteckt? In der Truhe oder unter dem Bett? Was ist euer Lieblingstag? Ich schätze Freitag, denn es ist der Beginn eines zweitägigen Wochenendes und alle freuen sich darauf. Aber im Mittelalter hatte man nicht so viel freie Zeit. Die Menschen konnten nur sonntags ruhen. Aber es stimmt auch, dass es im Mittelalter viele Feiertage gab, an denen die Arbeit sogar verboten war. Es gab etwa 50 solcher Tage. Das Mittelalter war interessant. Die meisten menschlichen Aktivitäten sind mit dem Sonnenlicht verbunden. Die Zeit wurde zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gemessen. Während des größten Teils des Mittelalters bestimmten die Kirchenglocken die Zeit für die Menschen. 7 oder 8 Mal am Tag ertönten sie. Die Glocken verkündeten den Bauern und Handwerkern zum Beispiel die Stunde der Morgendämmerung. Dann die dritte Stunde des Tages, die Stunde der Abenddämmerung, die sogenannte Vesper, und die Stunde der Nachtruhe. In der Nacht wurde nie gearbeitet. In der Nacht nie?
Aber wir Kobolde fegen und putzen doch nur nachts. Schon im Mittelalter wollten sich die Menschen amüsieren, gut essen und schlafen, um Kraft für die Arbeit zu tanken. Aber ihr Zeitvertreib war ganz anders als der unsere. Schließlich war es auch nicht immer möglich, gut zu essen. Hungrig ins Bett zu gehen kam häufig vor. Sich satt zu essen war ein Grund zur Freude. Aber die Menschen verstanden es viel besser als wir, sich bei den verschiedenen traditionellen, jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen zu unterhalten. So veranstalteten sie zum Beispiel an Fasching einen Karneval mit Masken oder schickten am Karfreitag und zu Ostern Kinder mit Ratschen durch das Dorf. Sie feierten auch wichtige Ereignisse im Zusammenhang mit dem Leben Jesu Christi oder verschiedener Heiliger. Die Feier dieser Feste war oft ein Festmahl, wurde aber meistens durch strenges Fasten eingeleitet, das heißt eine Einschränkung der Nahrungsaufnahme für einen bestimmten Zeitraum. Und welche Lebensmittel waren in der Fastenzeit verboten? Vor allem Fleisch, Wurstwaren und Süßspeisen musste man entbehren. Stellt euch nun vor, dass es im Mittelalter bis zu 120 solcher Fastentage im Jahr gab. Dennoch gab es gelegentlich ein Festessen. Am Erntedanktag wurden zum Beispiel Honigkuchen gegessen und am St. Martinstag wird seit dem Mittelalter ein Braten zubereitet, wenn man es sich leisten konnte. Lecker! Kuchen und Braten! Und wann ist endlich der St. Martinstag? Was lässt sich zum Schluss noch Interessantes sagen? Vielleicht ein paar Worte zu dem, was euch am meisten interessieren könnte. Über die Kinder im Mittelalter. Es besteht kein Zweifel daran, dass Kinder damals kein leichtes Leben hatten. Die Zeiten waren anders, die Kindheit war kurz und es blieb nicht viel Zeit für Spiel und Spaß. Euch würde bereits ab dem 11. Lebensjahr jeden Tag der Dienst oder die Arbeit auf dem Feld erwarten. Und Spielzeug? Aber ja, es gab welches. Aber eure Eltern würden es aus Alltagsgegenständen basteln. Puppen aus Stroh und Stoffresten, Pferde aus Holz, Boote aus Baumrinde und bunte Steine für verschiedene Spiele. Auch Schaukeln gab es schon. Puppen! Boote! Ich wette, unter den Spielsachen waren auch ein paar Kobolde. Und was erwartet uns das nächste Mal? Was? Schon wieder vorbei? Wie wäre es, wenn wir etwas jagen? Worauf habt ihr Lust? Wollt ihr ein Fell oder eine Trophäe für die Wand? Aber Vorsicht, so einfach ist es vielleicht nicht. Wer im Mittelalter jagen durfte und welche Tiere tatsächlich gejagt wurden, erfahrt ihr im nächsten Film. Das könnte sehr interessant werden. Ich freue mich schon auf euch.